Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. So, uns bleibt hier auf jeden Fall noch der Eislift auszuprobieren. Mal schauen, was da passiert. Oh, da. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin untröstlich, ich meine. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Oh, aber wir haben nichts Neues im Inventar. Ich bestell mal jedes Eis einmal, würde ich sagen. Wobei wahrscheinlich der Effekt immer der gleiche sein wird. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Und sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Ah, Feuerlöscher. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Vielleicht können wir jetzt ja den Feuerlöscher... Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Und sind hier unten... Okay, das hatten wir schon. Schnuff. Ach ja, so ein leicht wässriges Eis schmeckt manchmal auch ganz gut. Vielleicht können wir ihn ja jetzt, wo wir das wissen, davon überzeugen, dass er mal bitte seinen Hintern zwecklos zur Seite packt. Er will den Spielverderber spielen. Aber da, Timepod. Komm schon, ich brauch den. Verdammt, ich komm nicht ran. Du, McChronicle. Hm? Tatsächlich. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Nein, das ist was anderes, glaube ich. Ich glaube, du hast... Egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Nee, eigentlich nicht wirklich. Oh nein. Was haben wir denn da eingesammelt? Feuerlöscher? Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Oh je. Na gut. Dann geben wir den mal da ab. Und sorgen wahrscheinlich für ein riesiges Chaos. Können wir den da reintun? Ich bin mir unsicher. Tatü, tata, Rettung ist nahe. Oh Gott. Dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Da war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Und nun? Kaputter Eislift. Weg mit dem Dreck. Und ein Haken. Da oben nutzt er mir wenig. Okay, da oben nutzt er dir wenig. Ach so, das haben wir gar nicht eingesammelt. Tja, viel haben wir ja nicht. Wir haben die Stange. Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Mhm. Paintball-Gun? Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Ja, das stimmt. Was können wir denn aber mit dem... Warum nutzt er mir wenig? Haken machen? Ich guck mal, was passiert, wenn wir nochmal ein Eis ach so, klar. Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Ach so, darum nein. Und ja auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Oder? Hatten wir das noch gar nicht gehabt? Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen. Und ja auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Das ist wiederum ziemlich gemein. Probieren wir es mal mit dem Rohr. Aua, was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Kabel... Oh! Ganz schön wackelig hier. Kabeltrommel in den Blumenkasten? Ich weiß echt nicht, was er vorhat, aber egal. Jetzt haben wir hier das nicht mehr auszuwählen. Eingeklemmter Elysianer? Was sollen wir hier jetzt machen? Wieder bestellen? Okay, Sekunde, ich lass mir mal eben anzeigen. Da, Lücke. So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Das ergibt keinen Sinn, aber egal. Vielleicht die Stange in die Lücke. Und das Geländer abbrechen. Was genau haben Sie vor? Ich weiß es selbst nicht. Dich befreien natürlich. Indem sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen
das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Oh je. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Ich probier's nochmal. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Oh Gott! Ah! Ja! Oh nein, das war doch so klar. Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Das ist Golds Stimme. Okay. Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Oh, okay. Und das muss ich jetzt... Ah, Haken. Einfach noch mit Chronicle schmeißen? Kannst du fangen? Nein! Was kannst du überhaupt? Aufkommende Schreckensschreie unterdrücken zum Beispiel. Dann mach das gefälligst auch. Okay, das klappt leider nicht, aber Goal kann bestimmt gut fangen. Kannst du fangen? Ja, aber du kannst nicht werfen. Also vergiss das mal gleich wieder. Aber irgendwer muss mir helfen. Das Gebälk hält zu mir. Au! Na toll. Super gemacht, mal wieder. Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Kommen wir denn da, Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein werden worden muss. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er ja sowas wie mein neuer Azubi. Nein, ist er nicht. Nicht runtergucken, Mac. Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin nicht schwindelfrei. Was auch immer. Hauptsache, du verpasst die aktuelle coole Rufus-Action nicht. Rufus-Action. So, was kann man hier jetzt denn noch machen? Irgendwas muss ich mit dem Gebälk machen, denke ich mal. Also, da ich nur die Paintball-Gun habe... Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Okay, ich glaube, ich muss mal hier eben schauen. Wahrscheinlich übersehe ich einen. Ah, zum Kabelklettern. Wow. Kabel greifen. Ui, nicht gut, nicht gut. Und nun? Wo kann ich denn hin? Ah, da. Hochklettern, hochziehen. Ui. Arme Goal. Goal, aufwachen. Verdammt, das... Ich meine, Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte... Okay, das hatten wir schon. Ding Dong, aufwachen! Wie liebevoll was? Er ist. Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. Nee, besser nicht. Lass es einfach. Goal? Wo kann man hier was klicken?
Die Paintball Gun hat ja immer noch keine Munition. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin. Ah nee, das hatten wir schon. Bereit? Wofür? Lass dich überraschen. Nein. Wahrscheinlich nicht. Traumfrauen sind doch was Echte. Gut, das hatten wir. Ich übersehe, glaube ich, schon wieder. Ah, da. Drei. Nein. Na was schon? Zwei. Tu es nicht. Stopp! Nicht. Zweieinhalb. Du wirst uns noch umbringen. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Das war erniedrigend. Ich habe nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn es sein muss. Was stehen dir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Oi. Ach, ist das so eine... Wie hießen die? Die Bürgerstation? Aufstiegsstation? Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Oder die Schleusen. Deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Oh. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack weg. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Nein! Oh, Goal, verdammt. Himmel, Herbert, noch eins. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuel-Locks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Hm. Tja, woran denkt McChronicle gerade? Das frage ich mich. Auf irgendwas ist er eben gekommen. So ein Spielversauer. Wir sind immerhin auf Elysium. Und er verbreitet schlechte Laune, nur weil seine heißgeliebte Raumzeit kollabiert. Irgendwas muss ich übersehen haben. Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. So, dann gehen wir mal hier hoch und schauen uns das an. Da sind die Koffer. Aber die kann man sich leider nicht angucken. Wo muss man überhaupt lang? Runter? Ich erkenne das hier gerade gar nicht. Wie komme ich denn hier hin? Ah, okay, alles klar. Ruhe. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Bastler sieht sowas auf Anhieb. Bumsi-Dinge. Aha. Das ist geil. So würde ich über sowas auch reden, wahrscheinlich. Ah, da muss eine Karte rein. Oh, du Armer! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein.
Schankedön. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Ja, wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Im Koffer? Im Rohr? Im Koffer. Zwischen den Koffern. Ah, Klete. So. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Oh oh. Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichelbaran. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Ja, das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Ei! Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus, vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Voll stolz, ey. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen.
Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Wahrscheinlich irgendwas mit den Rohren oder dem Gepäck, genau. Aber an der Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Deponia Doomsday wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.